Freunde, es ist wieder mal sehr amüsant, was gerade innerhalb von wenigen Minuten in den Kommentarspalten auf Facebook oder anderen diversen Medien los ist, nur weil Simon Rolfe sagt, er steigt nicht bei Alemannia Aachen ein. Ein ganz kurzer Kommentar dazu, denn warum er nicht einsteigt, hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass es nicht so ist. Der Grund kann sein, dass es nicht das ist, was er sich vorstellt. Also stellt euch vor, er will Mitsprache und das müssen Mitglieder entscheiden. Das will er nicht akzeptieren. Punkt 2, es könnte sein, dass die Verantwortlichen der Alemannia sich doch nicht so gut angestellt haben, wie er schreibt, und dass man ja gar nicht erst zu einem gewissen Konsens gekommen ist. Es könnte aber auch Punkt 3 so sein, dass die Zahlen, die man ihm vorgelegt hat, wie denn der Stand der Dinge ist, ihm auch nicht gefallen und er sagt, oh, dann nehme ich doch lieber Abstand. Das ist mir doch zu heikel. Jetzt aber einfach zu sagen, bei Alemannia Aachen ist nur Inkompetenz am Werk und ja, es wird überhaupt nicht professionell gearbeitet, ist dann doch ein bisschen zu weit hergeholt. Wenn Alemannia tatsächlich einen Sponsor braucht und so viel Geld, dann sollten sie jetzt tunlichst jede Professionalität an den Tag legen. Ob sie die haben, weiß man nicht. Vielleicht ist es tatsächlich nicht so. Ich behaupte, es ist schon eine gewisse Professionalität da. Vielleicht reicht sie nicht aus. Vielleicht gab es auch Differenzen, wer weiß. Bleibt mal ruhig, denn eins ist Fakt. Alemannia Aachen muss sich jetzt erklären, warum Rolf jetzt nicht eingestiegen ist oder er bringt Licht ins Dunkel. Ja, bleibt ruhig und auf dem Teppich. Und jetzt schönen Feierabend.